Antje? Okay, noch einmal. Weil das irgendwie doch nicht so 100% immer, weil immer ein bisschen schräg klingt. So, ne? Mittendrin, ne? Ja, ja, einmal. Ja. Kommen ein paar vorne weg. Ja, ging also nach dem. Ja, du hast es. Wir lassen das hier einfach liegen. Wir brauchen es zwar nicht mehr, aber. Das ist das Besser nicht. Besser nicht.
am a poor-faring stranger while traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, no danger in that bright world to which I go. And I'm going there to see my Father. I'm going there no more. I'm only going over Jordan. I'm only going over. I know dark clouds gather round me, and I know my way is rough and steep. The golden fields lie out before me, where God's redeemed shall ever sleep. And I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. And I'm only going over Jordan. I'm only going over all. I'll soon be free from every trial. Churchyard, I'll drop the cross of self-denial and enter on my great reward. I'm going there to see my Savior, to sing His praise. Wir beginnen unsere Trauerfeier im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Im Namen des lebendigen Gottes sind wir hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserer Schwester Nancy Louise Oren, die Gott am 18. Februar diesen Jahres mit 75 Jahren aus dieser Welt in sein ewiges Reich gerufen hat. Der Gott allen Trostes tröste eure Herzen und erfülle euch mit seiner Nähe. Ich möchte natürlich zu Beginn dieses Trauergottesdienstes ganz besonders alle Familienangehörigen, alle Orans, alle auch langjährigen Freunde, alle Wegbegleiter, alle Gemeindemitglieder und alle sonst, die mit Nancy eine Beziehung hatten, ganz herzlich begrüßen. Und zum Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich noch kurz zwei organisatorische Sachen sagen. Ich möchte euch einerseits bitten, die meisten von euch machen das schon, dass ihr während des gesamten Gottesdienstes die Masken tragt. Wir haben die Option gewählt, die Masken zu nehmen und dadurch auf die Abstände verzichten zu können. Und darum möchte ich euch bitten. Und das Zweite ist, schon mal jetzt, wenn wir nachher den Saal verlassen und gemeinsam zum Friedhof laufen,
Dann steht im Foyer auf der, von euch aus dann auf der linken Seite, eine Spendenbox. Und die Kollekte dieses Gottesdienstes ist für Mission gedacht. Und zwar einerseits für Markus Leder, der mit OM in Argentinien ist. Und dann auch für Florian und Sarah Herold, die sind gerade in Istanbul und sind da missionarisch unter Türken aktiv. Genau das könnt ihr euch merken, das liegt der Familie sehr am Herzen. Das werdet ihr auch später noch im Gottesdienst erfahren, warum Mission für Familie Orlin so wichtig ist. Genau, also diese beiden Themen sind ihnen am Herzen. Und Familie Orlin bedankt sich für alle Unterstützung, für alle Spenden, die ihr nachher in diese Spendenbox werft. Ihr wisst das, dass Nancy nach einigen Jahren der Krankheit gestorben ist. Und dass sie an diesem Freitag früh, dem 18., gestorben ist, das war überraschend und doch nicht unerwartet. Sie ist ja morgens eingeschlafen und es muss ein ganz kurzes Zeitfenster gewesen sein, nachdem Larry aufgestanden ist, so ungefähr 5:45. Und als er aus dem Bad gegen 6 zurückkam, atmete Nancy schon nicht mehr. Und auch nochmal ein Wiederbelebungsversuch konnte Nancy nicht mehr in diese Welt zurückholen. Und Nancy hatte schon die Nacht vorher sehr schwer geatmet. Und morgens ging es dann schnell und ohne Kampf. Und so musste auch kein Notarzt mehr kommen und sich kein Krankenhausaufenthalt mehr anschließen. Das alles konnte Nancy erspart bleiben. Und so können wir in diesem Abschied zu Hause, im eigenen Bett, in den 4 Wänden, die lange Jahre für Nancy zu Hause waren, auch Gottes Gnade erkennen, dass Nancy an diesem Ort diese Welt verlassen durfte. Im Laufe dieses Freitages noch war es der ganzen Familie, allen Söhnen möglich, sich von Nancy zu verabschieden, hier nach Berlin zu kommen und so nicht in einer Klinik, in irgendwelchen Räumen diesen Abschied vollziehen zu müssen. Wenn wir heute diesen Gottesdienst feiern, werden wir damit konfrontiert, dass wir Abschied nehmen müssen. Und wir werden damit konfrontiert, dass Abschiede zu unserem Leben dazugehören, dass auf dieser Welt nichts für die Ewigkeit ist. Und so kreisen unsere Gedanken darum, dass Nancy nicht mehr bei uns ist, nicht mehr in dieser Welt, dass wir nicht mehr mit ihr reden können. Aber auch, dass wir begrenzt und sterblich sind, dass wir eines Tages diese Welt verlassen werden. Und diese Gedanken können uns dazu bringen, unser eigenes Leben zu hinterfragen, ob wir die Richtung ansteuern, die eine gute Richtung für unser Leben ist. Und nicht einfach von Tag zu Tag dahin leben. Wir wollen jetzt ein Lied singen, was genau das ausdrückt: Jesus sei das Zentrum, sei du das Ziel meiner Reise.
Nancy Louise war eine geborene Gettin und sie wurde am 2. März 1946 auf einer Farm in Kansas, USA geboren. Sie hatte noch einen jüngeren Bruder und ihr Leben nahm, als sie 15 war, eine entscheidende Wende. Die Familie war nach Florida gezogen und auf der High School von St. Petersburg in den USA, nicht in Russland, lernte sie ein Zwillingspaar kennen. Und wie die beiden lebten und welchen Glauben sie hatten, die beiden glaubten an Jesus Christus, das beeindruckte Nancy. Sie hatte vorher mit Jesus nichts zu tun gehabt. Aber umso mehr sie die beiden kennenlernte, desto mehr entschied sie, so möchte ich auch leben. Und schließlich bekehrte sich Nancy mit 16 Jahren und schloss sich einer Gemeinde dort an und ging dann auch auf ein christliches College. Und das Leben, was sich nun anschloss, das würde ein echtes Abenteuer werden und passt nicht in diese Predigt. Man könnte wahrscheinlich sich sehr, sehr, sehr lange darüber unterhalten und vielleicht Bücher darüber schreiben. 1965, mit 19 Jahren, machte sich Nancy zum ersten Mal mit OM, das ist eine Missionsorganisation, heißt Operation Mobilisation, eine amerikanische Organisation, zum ersten Mal nach Europa auf einen Missionseinsatz auf den Weg. Das war damals nur ein Kurzzeiteinsatz, einige Wochen. Und danach folgte nochmal ein kürzerer Einsatz nach Mexiko. Larry hatte sie schon 1964 auf dem College kennengelernt, aber zunächst waren die beiden noch gar kein Paar gewesen. Und dann stellten sich Fragen, wie das weitergehen sollte, ob sich weitere Einsätze anschlossen oder nicht. Und unabhängig voneinander entschieden sich Nancy und Larry, dass weitere Missionseinsätze sich anschließen sollten. Und Larry wollte in die Türkei und Nancy sollte eigentlich in den Libanon gehen. Aber in letzter Minute wurde der Libanon-Einsatz abgesagt. Und so stand die Wahl, dass Nancy auch dann mit in die Türkei fliegen könnte. Das kleine Problem war nur, dass Nancys Eltern das nicht wollten. Sie hatten da große Bedenken und taten einiges, um deutlich zu machen, nein, Nancy, weder Türkei noch Libanon, das geht nicht. Und so entschied sich Nancy zu fasten, bis sie eine Erlaubnis bekam. Die Geschichte hat es gezeigt, die Eltern änderten ihre Meinung und Nancy konnte mit in die Türkei fliegen. Und nach diesem Einsatz, in einem Bus auf den Weg zurück nach Florida, waren Nancy und Larry in diesen berühmten silbernen, alufarbenen Greyhound-Busses. Und an diesem Ort fragte Larry sie, ob sie ihn heiraten wollte. Sie sagte ja. Und die beiden heirateten am 8. Juni 1968. Sie waren also mehr als 53 Jahre verheiratet. Und es folgten dann weitere Missionseinsätze. Und alle diese Einsätze waren voller Geschichten und voller Glaubenserfahrung. Zunächst ein Jahr in England, dann ein Jahr auf dem Logos-Schiff von OM, welches von Afrika, von Europa nach Afrika, Libanon, Syrien und Türkei anfuhr. Und in all diesen Häfen ereigneten sich Geschichten, wo Gottes Größe und auch sein Eingreifen Wunder erlebt wurden oder wie Gott Menschen zu sich rief. 1972 dann befanden sich Larry und Nancy in Istanbul, wo der älteste Sohn James geboren wurde. Und zu dieser Zeit war es dann ein relativ kurzer Aufenthalt in Izmir, der sich anschloss. Und 1974, eigentlich waren die beiden noch hauptsächlich in der Türkei, war aber eine Konferenz in England angesagt, wo die beiden hingereist sind. Und dort in England wurde dann der zweite Sohn Jerry geboren. Von England ging es zurück in die Türkei und von der Türkei nach Berlin. Und in Berlin dann, so ungefähr 1973, 74, lernten die beiden zum ersten Mal Ernst Gerhard Fitsch kennen. Und Ernst Gerhard Fitsch war der Pastor dieser Gemeinde hier zu diesem Zeitpunkt. Und auch er hatte es auf dem Herzen, unter Türken zu missionieren. Und so
fühlten alle zusammen, dass Gott sie zusammengebracht hätte, und von da an arbeiteten sie zusammen. Und ihr Ziel war es, in diesen Jahren vor allen Dingen unter den Türken in Neukölln und Kreuzberg ja von Jesus' Liebe zu berichten. Sie sprachen ja nach einigen Jahren in der Türkei gut Türkisch. 1977 dann folgte nochmal ein ganzes Jahr in Florida, wo Larry dann als Pastor arbeitete. Und Jason wurde geboren, der dritte Sohn im dritten Land. Jason, ja. Und ein Jahr später, dann 1978, kann man sagen, zogen sie richtig nach Berlin. Natürlich folgten immer noch mal kürzere Aufenthalte hier und da, aber von Ende der 70er Jahre an war dann das der Hauptlebensort Berlin gewesen. Und eigentlich auch immer Kreuzberg. In der ersten Phase ging es darum, Missionare, die für Kurzzeiteinsätze nach Europa kamen, zu trainieren. Und so waren Nancy und Larry mit vor allen Dingen dann amerikanischen jungen Missionaren in Kreuzberg und Neukölln unterwegs, in den Parks, und besprachen, welche Dinge zu beachten sind, wenn man auf einem Missionseinsatz in der Türkei ist. Und 1979 dann wurde Joel geboren. In Berlin. Nächster Sohn, nächste Stadt. 1983 kam ein weiteres Familienmitglied zur Familie dazu. Erika kam als Nanny in die Familie und wurde, man kann sagen, zu einer zweiten Mutter für Jonathan, der ein Jahr später, 1984, auch in Berlin geboren wurde. Da ist dann die Serie mit den verschiedenen Ländern und Städten gerissen. Die Familie war also komplett, aber dass das so blieb, war keine Selbstverständlichkeit. Es gab mindestens drei ganz schwere Unfälle oder Krankheiten, wo beinahe Familienangehörige gestorben wären, wo es wirklich am seidenen Faden hing. Einmal wäre Jerry beinahe gestorben, einmal James und einmal Jonathan. Als Jerry 6 Monate alt war, bekam er eine Lungenentzündung und die Penicillin wirkte nicht. Und die Ärzte sagten, Entschuldigung, wir können nichts mehr tun, wir haben nichts. Und Nancy und Larry wendeten sich an Ernst Gerhard Fitsch, den Pastor hier, und an Karl-Heinz Kümpel, den ja viele von euch auch noch kennen. Und die beiden und die Gemeinde beteten. Und wie durch ein Wunder, wurde Jerry wieder gesund. Und dann gab es die Geschichte nach einer Mandel-OP von James, die eigentlich erst ganz normal verlief. Verschlechterte sich sein Gesundheitszustand ganz rapide. Und er wurde also in die Klinik gebracht. Und sie haben versucht, nochmal zu operieren, aber auch das klappte nicht. Und die Ärzte kamen aus dem OP raus und wollten Nancy mitteilen, dass James wohl jetzt sterben würde, dass nichts mehr zu tun war. Aber sie sahen, dass Nancy gerade schwanger war. Und so brachten sie es nicht übers Herz, diese Botschaft zu überbringen, gingen nochmal in den OP und auch James überlebte diese Erkrankung. Und dann gab es noch die Geschichte mit Jonathans Fahrradunfall, der auch wirklich, man kann sagen, um Haaresbreite gut ausging, der aber auch hätte tödlich enden können. Und wieder war es die Gemeinde und die Ältesten dieser Gemeinde, die auch für diese Situation gebetet hatten. In diesen Situationen und auch in vielen anderen Situationen haben Orans immer wieder Gottes Bewahrung und auch Gottes sichtbares Eingreifen erlebt, wo Wunder geschehen sind, wo für sie und auch die Gemeinde hier eindeutig war, das hat Gott getan und es war Bewahrung, dass es nicht jeweils Söhne gestorben waren. Aber zu der Wahrheit gehört auch, dass Nancy in den späten 70er Jahren, so 77, 78, mit ihren Kräften am Ende war. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt 3 Söhne und sie hatte keine Kraft mehr. Es war ihr alles zu viel und sie wusste nicht mehr ein und aus. Und so betete sie und flehte, dass Gott ihr helfen müsse. Und in diesem Gebet machte sie einen neuen Bund mit Gott. Und sie wollte von nun an jeden Tag morgens, bevor der Trubel mit der Familie und Mission und Haushalt und alles, was so von ihr erwartet wurde, begann,
wollte sie ihre stille Zeit halten, wollte bei Gott auftanken und in seiner Nähe sein, seine Liebe erfahren, bevor der Tag voll und noch voller werden würde. Und das hielt sie. Seit den späten 70er Jahren bis heute. Und diese Glaubenserfahrung, die sie gemacht hatte, verbunden aber auch mit ihrem starken Willen und ihrem Charakter, führten wirklich dazu, dass sie in manchen Jahren um 4 Uhr morgens aufstand, um ihre stille Zeit zu halten, weil das die einzige Zeit des Tages war, wo Ruhe war. In Berlin war dann eine der ersten großen Aufgaben, gab es vielleicht zwei ganz große Aufgaben, denen sich Familie Orlen gestellt hat. Die erste war der Aufbau der türkischen Gemeinde. Und das Thema Türken und Türken von Jesus zu erzählen, das hatten beide auf dem Herzen. Und so lernten sie auch Figret und Senure kennen. Und es war für beide eine riesen Gebetserhörung, als die beiden sich bekehrten, weil sie waren ja auch nicht christlich aufgewachsen. Auch das wäre wieder eine Geschichte in sich, die den Rahmen hier übersteigt. Aber der Aufbau der türkischen Gemeinde war ein ganz großes Thema in den ersten Jahren oder über viele Jahre hier in Berlin. Und später dann kam ein zweites großes Thema dazu. Es war die seelsorgerliche Arbeit. Und Nancy baute Living Waters mit auf und fand eine Lebensberufung damit, Menschen zu begleiten, die innerliche Verletzungen hatten. Sie baute diese Gruppenarbeit mit auf, eine Laienseelsorgebewegung, die in den Jahren immer mehr an Größe gewann und die ja auch in der Gemeinde hier gut bekannt war. Und so wurde Nancy zu einer geistlichen und seelsorgerlichen Mutter für viele. Und für sie war es kein frommer Spruch zu sagen, geben ist seliger als nehmen. Denn die Familie hatte nicht viel. Sie lebten praktisch von Spenden der Missionsorganisation und das ist nicht mit einem normalen guten Gehalt zu vergleichen. Sie wohnten unter einfachen Bedingungen, aber in der Nachbarschaft in Kreuzberg, wo sie jeweils lebten, war bekannt, dass man bei Nancy immer ans Küchenfenster klopfen konnte und irgendwas würde man kriegen, Bonbon, Obst, je nach Jahreszeit, würde immer irgendetwas da sein. Und Nancy knüpfte Kontakte zu der Nachbarschaft, kannte von ihren Söhnen die Freunde mit Namen und dann auch die Eltern, schrieb Briefe an die und erkundigte sich und pflegte einfach viele Beziehungen zu extrem vielen Menschen. Dann schrieb sie geistliche Worte, Briefe und für viele war das eine unglaubliche Erfahrung, so einen handgeschriebenen Brief von der Mutter eines Freundes zu bekommen. Oder von dem Sohn oder so. Und diese liebevollen Worte berührten viele der Eltern auch sehr. Und was auch besonders war, dass sie sogar an Leute schrieb, die mit ihrem Verhalten andere verletzten. Die also nicht vielleicht gute, in dem Sinne fürsorgliche Eltern waren, sondern die in ihren Familien selber viel Leid anrichteten. Und auch diesen Menschen hatte Nancy es auf den Herzen, von Gottes Liebe zu sagen und zu schreiben, liebevolle Worte zu finden und keine verurteilenden Worte. Alle, die ihr Nancy ganz gut kanntet und auch mindestens ab und zu besucht habt, ihr wisst, dass Nancy so ein Thema mit den Leuchttürmen hatte. Dass sie eine ganz große Faszination dafür hatte, diese Leuchttürme auch selber zu besichtigen, hinaufzusteigen, sie sich anzugucken und dann Bilder davon zu Hause in ihrer Wohnung aufzuhängen. Im Matthäusevangelium Kapitel 5 lesen wir in den Versen 14 und 16, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet kein Licht an und setzt es unter einen Stuhl, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Und so leuchtet es allen, die im Haus sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nancy wusste, dass es nicht ihr eigenes Licht war, was dort zu leuchten hatte, sondern sie wusste, dass einzig und allein Gottes Liebe aus ihr herausleuchten könnte.
und dem war sie bereit, vieles unterzuordnen, keine Ansprüche zu stellen. Und wenn wir genau darüber nachdenken, dann bekommt das Licht ja nur in der Dunkelheit eine große Wichtigkeit. Dass wir jetzt in diesem Raum hier Licht haben, ist zwar ganz nett, aber wir bräuchten es nicht. Wir könnten uns sehen, selbst wenn wir alle Lampen hier ausknipsen. Aber wenn es Nacht wird, wenn es stürmisch und ungemütlich und kalt ist, dann wird ein Licht zum Trost. Und dann wird ein Leuchtturm kommt er in seine wahre Bestimmung, wenn er in der Nacht und vor allen Dingen im Sturm den Schiffen den Weg zeigt und vor Gefahren warnt. Und dafür kommt es darauf an, sich gebrauchen zu lassen, dieses Licht zu sein, von dem Jesus zuspricht, dieses Licht aus sich selbst heraus leuchten zu lassen. Und dafür kann man kein Leben führen, was sich nur um sich selbst dreht. Und vor allem aber, glaube ich, was ganz wichtig ist, dürfen wir dieses Licht, von dem Jesus hier spricht, nicht mit Wohlstand oder Erfolg oder Gesundheit verwechseln. Wie ich euch erzählt hatte, Orrin Hamm erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Aber es ist etwas anderes als dieses Licht, von dem hier gesprochen wurde. Weil dieses Licht, von dem Jesus redet, ist eine Hoffnung im Sturm, ein Trost in der Nacht, um die Herausforderung des Lebens bestehen zu können. Und jeder von euch, der vielleicht schon ein Stück älter ist, hat garantiert schon diese Stürme im Leben erlebt. Vielleicht erlebt mancher von euch sie gerade jetzt. Krisen, Schmerzen, irgendwelche Verletzungen. Und genau in diesen Situationen brauchen wir Licht. Ein Licht, welches uns Hoffnung gibt. Und auch diese Hoffnung ist nicht immer mit einem Gefühl verknüpft. Es ist nicht immer so, dass wir daran erinnert werden, dass Jesus Licht in uns ist und sofort geht es uns besser und wir fühlen das und fühlen uns erfüllt und glücklich und ganz wohlig. Aber umso mehr wir verstehen, dass Gottes Liebe immer für uns ist, werden wir immer mehr in die Lage versetzt, den Stürmen und der Nacht des Lebens darin Geborgenheit und Frieden zu erfahren. Und das ist es, wovon Jesus hier spricht, dass dieses Licht in uns leuchten möchte und dadurch auch anderen leuchten kann. Und das ist eigentlich ganz treffend, weil es auch für die letzten Jahre von Nancy steht. In den letzten Jahren war es so, dass Gott keine Heilung für ihre Krankheit geschenkt hat. Und dass, obwohl dafür gebetet wurde und obwohl für Besserung gebetet wurde, sie einiges an Schmerzen und Leid zu ertragen hatte. Aber der Taufspruch, der damals in den USA für sie gewählt wurde, war Richter 5,31. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und das können wir, wenn wir auf Nancys Leben im Rückblick, glaube ich, ganz gut erkennen, dass Nancys Leben viel von der Liebe Gottes weitergegeben hat und dass viel von Gottes Licht durch sie geschienen ist. Aber sie musste das trotzdem immer wieder neu für sich durchbuchstabieren. Es redet sich jetzt hier so leicht zu sagen, trotzdem hat sie in diesen Jahren Gottes Trost erfahren, obwohl sie unter Krankheit litt, obwohl ihre Beschwerden immer größer wurden, Rückenschmerzen, Herzschwäche und dann diese Parkinson-Diagnose. Und Nancy musste darum kämpfen, sich immer wieder an Gottes Liebe zu klammern. Das ist nichts, was einfach so passiert ist. Und obwohl sie immer optimistisch war und nicht klagte und auch an Tagen, wo es ihr schlecht ging, sagte sie dann, naja, es gibt bessere Tage. Das war der Ausdruck dafür, für mich geht es schon ziemlich schlecht. War es so, dass sie mit diesem Frust, dass ihre Grenzen und ihre Kräfte abnahmen, dass sie am Ende gar nicht mehr schreiben konnte, dass sie ihre Selbstständigkeit verlor, dass sie da auch mit Gott gerungen hat. Aber dass sie in diesem Ringen auch Gottes Liebe auf eine Art und Weise erfahren hat, das hat sie immer wieder berichtet, wie sie es vorher noch nie getan hat. Dass sie Gott in einer anderen Tiefe kennengelernt hat, als in den Zeiten, wo es ihr gut ging. Und das, obwohl sie an manchen Tagen 26 Pillen pro Tag nehmen musste.
Im letzten Sommer, am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, kam die ganze Familie Oren noch einmal zusammen. Und Nancy war es wichtig, sich bewusst und auch bei so viel Kräften wie möglich verabschieden zu können. Sie wollte das bewusst und in Ruhe tun und nicht in einer Situation, vielleicht in einem Krankenhaus, wo schon kaum noch Bewusstsein vielleicht da sein würde. Und sogar an Weihnachten letzten Jahres konnte die Familie noch einmal zusammenkommen. Und auf diesen Feiern konnte sie zurückschauen auf ein reiches und gesegnetes Leben. Sie sagte, dass sie damals, als sie sich mit Larry in den Missionsdienst gestellt hatte, dass sie damals nichts hatten, als sie sich auf den Weg gemacht hatten, sich von Gott führen zu lassen und ihr Leben zu versuchen, nach seinem Willen zu tun. Aber im Laufe dieses Lebens hat Nancy eine Familie geschenkt bekommen, eine Großfamilie, muss man sagen. 5 Söhne, 12 Enkel, und sie hatte es geliebt, Oma zu sein. Die Oma-Tage waren hier auch in der Gemeinde sehr berühmt gewesen. Und einer der letzten Texte, die Nancy so schrieb, sie schrieb oft geistliche Gedanken sich auf und gab die weiter oder hielt die nur für sich fest, aber einer der letzten, den sie geschrieben hat, ist frei übersetzt ungefähr so gelautet: Gott ist wunderbar groß. Er ist vollkommen und er ist komplett erfreut. Er kann ohne irgendetwas anderes außer ihm selbst meine tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Gott ist das Ziel meines Lebens. Ihn zu kennen und seine Liebe ist alles, was ich brauche, um satt, erfüllt und glücklich in diesem Leben zu sein. Amen. Thank you.
wunderbaren Menschen, Herr. Es kommt durch deine Liebe und wir wollen uns einfach auch neu zu dir hingeben, Jesus. Und dieses Liebeslied für dich singen. Ich möchte gern das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis vorlesen. Nancy hat das sehr viel bedeutet. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich allen Dingen zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Nancy war ein ganz besonders kostbares Gotteskind. Auf ganz liebenswerte Weise hat sie die Menschen mit ihrem freundlichen Herzen um sich herum angezogen, wie die Seefahrer von dem Licht des Leuchtturms angezogen sind. Immer hatte sie ein offenes Ohr, mit großer Gnade, unvoreingenommener Liebe und in tiefer Verbundenheit mit Gott hat sie uns angenommen, wie wir sind, und hat uns zur Seite gestanden, hat mit uns gelacht, geweint, getrauert, hat uns getröstet, gehalten, uns umarmt, uns bestärkt, uns Mut gemacht, nicht zu verzagen und auf Gott zu vertrauen in jeder Lebenslage. Sie war uns eine Schwester, eine Freundin, eine Oma und eine Mama. Ich kenne niemanden so selbstlosen oder selbstlosesten, liebenswertesten, gnädigsten, freundlichsten, gläubigsten und so viel Liebe schenkenden Menschen wie Nancy.
Niemand weiß den Ort, die Zeit, wann Gott uns zu sich ruft. Doch möchte ich heute schon leben im Bewusstsein seiner Gegenwart. Zeitlos, endlos, grenzenlos und doch nur ein Gebet entfernt. Ich werde jetzt ein Gedicht vorlesen, das ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt habe. Es ist ein Gedicht über ihr Leben und natürlich, wie auch eine Predigt zu kurz wäre, um das zu fassen, ist ein Gedicht viel zu kurz, um die Fülle ihres Lebens auch nur ansatzweise wiederzugeben. Dennoch hat das Gedicht bei ihr einige Seiten der Erinnerung wohl anklingen lassen und sie hat sich dann darin wiedergefunden und hat sich gewünscht, dass ich es heute vorlese. Allerdings auf Deutsch. Das Original ist in Englisch. Ich habe eine Übertragung versucht und vielleicht erkennt die eine oder der andere, nennt sie ja auch darin wieder. Genau, meine Tochter Johanna hat vor kurzem ein Bild gezeichnet, das so gut dazu passt. Deswegen habe ich gebeten, dass man es einblendet. Wenn das Gedicht ein Deckbild hätte oder ein Schlussbild, dann wäre es das und ihr werdet gleich sehen, warum. Ich beginne. Ein kleines Mädchen, süß und charmant, ihren Eltern in Liebe geboren, stets behütet und bewahrt von Engeln, die der Herr dafür auserkoren, sprang mit den Hasen und summte mit Bienen, wuchs mit den Bäumen, erblühte mit Lilien in den goldenen Feldern, am Fuße des Berges, ich glaube. Sie wuchs heran und hört einen Klang, ganz anders als jemals zuvor. Sanft, doch bestimmt wehte der Wind, ihr flüsternd etwas ins Ohr, im Herzen sich Neugier mit Sehnsucht vermählte, die Seele hielt inne, während die Welt weiter drehte, sie hörte den Geist ihren Namen rufen, der Geist des Berges, ich glaube. Sie suchte einen Eingang am Fuße des Berges, durch Dickicht und Dorngestrüpp, fand eine Öffnung, nur ein paar Zentimeter, trat hindurch und blickte nie mehr zurück. Da war ein Pfad, sie begann ihn zu wandern, zu singen, zu rennen, zu beten, meandern, den Fußabdrücken von Moses entlang, hinauf ins Glaubensgebirge. Der Pfad stieg mal seicht, mal tiefgründig an, manchmal fast unbesteigbar steil, brückte stürmisch und tosende Wasser, doch lud auch an Oasen ein zum Verweilen. Und war an den Bäumen kein Obst zu finden, gab es essbare Beeren, Wurzeln und Rinden, sie stieg, sie pausierte und stärkte sich, um dann weiter den Berg zu besteigen. Sie begegnete Menschen, Freunde, Gefährten, die an ihrer Seite schritten. Einige zögerten und fielen zurück oder stolperten und stürzten von Klippen. Doch andere schworen, sie nie zu verlassen, die ergriffene Hand nie mehr loszulassen, selbst unter Lawinen, ob Schnee, ob Geröll, dort auf dem Weg vom Berge, ich glaube. Und fand sie jemand, blutend und nackt, in Sünde gebunden am Wegesrand. Sie hob sie auf, verband ihre Wunden und kleidete sie in neuem Gewand, gewoben aus Würde, gewoben aus Liebe, heilig und rein und unbefleckt. Aus der Wolle der Blume, vergib mir, o Gott, die dort auf dem Bergrücken wächst. Es geschah auch, an einem friedlichen Ort, wie einer Parkbank im Sonnenlicht, saß eine alte Freundin, einst verloren im Sturm, mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht. Dann wurde getanzt, gelacht und gesungen, berauscht vom Wein der Ermutigung, und sie priesen gemeinsam den Ich bin, der ich bin, dort auf dem Felsen des Glaubens. An dunklen Orten, mit giftigen Pflanzen und Kreaturen, die liegen und lauern, ihre Beute erwarten mit schleimigen Netzen und vom Blutdurst triefenden Hauern, brach der Berg auf, schoss Lava empor. Kein Monster kam dann aus der Deckung hervor, denn das Lava birgt Licht von tief unten im Berg, aus dem Herzen des Berges, ich glaube. Sie lernte zu empfangen und loszulassen, sowohl in Freude als auch im Leid.
Sie wohnte ganz nah am Herzen Gottes, an einem Tempel der Dankbarkeit. Je höher sie stieg, desto tiefer sie fiel, in die liebenden Händen auf ihren Weg zum Ziel, auf ihrer Lebensreise, der abenteuerliche Aufstieg zum Gipfel des Berges, ich glaube. Auf dem Gipfel des Berges, wo Mose einst stand und Noah sich kniete und küsste das Land, wo ein einfaches Kreuz aus vergänglichem Holz, das gestern mit dem für alle Zeiten verband, schnitzt der Zimmermann all ihre irdischen Namen und den himmlischen mit einem goldenen Rahmen in die Lehne der Bank, die er nur für sie gebaut, auf den Gipfel des Berges, ich glaube. Die Aussicht hier ist fantastisch, weil du alles überblickst, was war, was sein wird und alles, was ist. Vor dem Horizont, der still in Farben und Licht explodiert, weil die Sonne zum Abschied sie küsst. Im Tal ihre Liebsten die Nacht vorbereiten, man sieht die erleuchteten Fenster von Weitem. Engel schweben herab, um sie in ihre Träume zu geleiten. Herab vom Berge, ich glaube. Doch der Blick reicht viel weiter, in himmlische Sphären, wo der Thron aller Könige steht. Und er selber sitzt dort, vom Geist umweht, das Zepter fest in der Hand seiner Majestät, wo alles endet und alles beginnt. Dort bei Löwe und Lamm. Er hält den ganzen Berg und er hält sie. Er hält uns alle in seiner guten Hand.
Es ist eine überwältigende Erfahrung. In den Sprüchen, dem Buch der Weisheit von der Bibel, er sagt in dem letzten Kapitel, Vers 21, nein, ist das richtig? Ja. Lob der tüchtigen Frau. Eine tüchtige Frau ist der kostbare Jewel, das einer finden kann. Und auf Englisch, das starts off als eine Frage. Who can find a wife of noble character? The answer is, God can. Hat mir das gezeigt. Hat mir das gegeben. Und ich weiß, dass mich liebt, weil mir solch ein Geschenk gegeben. Ich habe Nancy gekannt für 55 Jahre. Und ich kann nur kurz sagen, sie ist die most Christ-like Person, I have ever known. Das heißt, sie ist die meist wie Jesus, das ich gekannt habe. The last verse from the Sprüche sagt hier in verse 31, Ihre Mühe darf nicht unbelohnt bleiben. Für das, was sie leistet, soll die ganze Stadt sie ehren. Wir sind hier von der ganzen Stadt, liest. Und wir können ihr ehren. Aber mit all dieser guten Charakter, die Nancy hat, sie war auch demütig. Sie würde das nicht über selbst sagen. Aber wirklich. Wir können die Wahrheit hier trumpetieren. Nancy war ein sehr intelligent und fleißig und zu Gott innig lieben. Sie war fokussiert an eine tiefe Beziehung mit Gott zu haben. Mit dieser Triune Gott vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie war begabt besonders mit Kunst. Sie konnte im Kopf ein Bild sehen und das an Papier bringen. Und sie konnte das auch an unsere Geburtstagstorte bringen. Das war sehr süß. Aber wir haben erlebt, Flugzeuge, Fußballer, Schlumpf, Dörfer, really verschiedene künstliche Art an den Geburtstag gucken. Sie war auch begabt in Musik, wie sie hat Ukulele gespielt und Gitarre gespielt. Manchmal hier bei the Ladies Treff hat sie Gitarre gespielt. Sir. Und sie hat die große Gabe vom Geben. Sie gibt und gibt und gibt.
Ja, sie hat auch diese the fruit des Heiligen Geistes in ihr Leben. Sie hat das Liebe, die Freude, die Frieden, die Geduld, die Güte, die Treue. Und trotzdem, wie gesagt, sie war demütig. Ich möchte euch sagen, das Geheimnis, wie Nancy ist so geworden. Wie sie hat das heilige Punkt erreicht. Und wie Jonathan schon gesagt hat, es war ein Crisis in ihrem Leben in 78 oder so. Wenn sie war ein Ende und hat geschrien zu Gott, dass sie braucht Hilfe, und sie hat das Vertrag und Bund mit Gott gemacht, dass sie würde früh aufstehen morgens, früh genug, so sie könnte Ruhe haben mit ihm, zu konzentrieren und zu fokussieren an seine Barmherzigkeit, in seine Gnade, in seine Liebe, in seine Weisheit. Und sie hat aufgehört, was Gott zu ihr gesagt hat. Sie hat eine tiefe Beziehung mit ihm. Und alles, was sie genommen hat, sie hat das in den Tagesablauf weitergegeben. So, wir haben hier gehört, hier in der Gemeinde zu beten. Und es kommt von oben. Und sie hat in Living Waters gelehrt. Und es kommt von oben. Und sie hat seelsorgerischen Dienst gemacht mit vielen Personen, noch stundenlang am Telefon. Und es ist durchgekommen. Ich glaube, wir haben die Stimme Gottes gehört. Und Nancy hat es nur weitergegeben. One of our liebsten Schreiber is A.W. Tozer. And A.W. Tozer hat geschrieben in English, listen to those who have listened to God. Hört auf die Person, die auf Gott gehört hat. Das ist ein sehr weiser Ratschlag. Und was Nancy gehört hat in dieser tiefe Beziehung mit Gott, sie hat es weitergegeben in diese Gemeinde. Und weitergegeben in Living Waters. Und weitergegeben in die seelsorgerische Gespräche. Nancy war gestorben an diesem Freitag, der 18. Februar. Und am Samstag, ich war hier in der Gemeinde, hier in diesem Raum zu reinigen und putzen. Und ich habe von Nancy gehört, im Geist, folge mir, wie ich Jesus gefolgt habe. Folge meinem Beispiel, wie ich Jesus Beispiel gefolgt habe. Und ich glaube, wir möchten das teilen
mit alles, mit allen von uns. Nimm das als eine Einladung. Folge meinem Beispiel, wie ich Jesus gefolgt habe. Und wenn du an Nancy denkst, du kannst Gott preisen, dass sie hat einen Teil von unser Leben. Und so wir können fokussieren auf eine tiefe Beziehung mit Gott. Was immer es kostet, ist das wert. Wir sind hier in ein Zeit verbunden. Aber die Wahrheit ist die Ewigkeit. Und wenn wir jetzt entscheiden für die Ewigkeit, wir können die Gutes tun, wir können die richtige Weg finden. Und wir können mit Nancy einen Volltreffer auf das Ziel des Lebens machen. Das Ziel des Lebens ist, Gott kennenzulernen und ihm zu genießen für die Ewigkeit. Jetzt, Nancy singt und tanzt im Himmel. Und wir können bald zu ihr gehen und dieselbe Dinge machen. Halleluja. Vielen Dank für die Zeit, die ich jetzt bekomme. Ich habe seit einer ganzen Weile, seit Wochen natürlich, irgendwie gedacht, was sage ich? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, was gesagt werden muss, habt ihr jetzt alle schon gehört. Es gibt nicht viel dazu zu fügen. Und ich habe so für mich gedacht, wie fasse ich zusammen, was ich, wusste ich ja im Voraus, was ich gehört habe. Und ich will es einfach kurz machen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film, die Filme kennt oder die Bücher, Narnia. Gibt es welche? Okay. Dieses Bild von Narnia ist mir gekommen, da in dem Augenblick, wo ich zu Nancy, also in Nancys Bett stand und sie ging. Und sie sagte irgendwann zu mir, weißt du was, ich glaube, ich gehe leise, trete ich ab. Ja, dachte ich, das passt. Und genau das hat sie dann auch gemacht. Das war, ich stand daneben, er ging von einem Augenblick in den anderen über. Und es hat mich erinnert an die Kinder, die Jungs und Mädchen, die durch die Schrankwand gegangen sind, um nach Narnia zu kommen. Und das war für mich, ich stand da und dachte, wow, also besser konnte ich es gar nicht ausdrücken. Sie ist einfach gegangen, wie sie gesagt hat, leise. Und sie ist in eine Welt getreten, aus der sie jetzt nicht mehr zurückkommt. Und das zu realisieren, ist die Trauer oder der Schmerz. Sie ist einfach nicht da. Wie oft ich am Tag denke, Nancy, ich muss Nancy fragen. Ach, muss ich jetzt? Nancy weiß bestimmt Bescheid. Und so geht es in meinem Kopf den ganzen Tag. Relativ schnell höre ich dann auch auf damit. Aber das war so ein ganz eindrückliches Bild. Sie ist nicht davongeschlichen, sondern sie hat einen Transfer vollzogen. Und das hat mich sehr getröstet, dass dahinter Aslan ist. Und dass die Kämpfe hier auf Erde zu Ende sind und sie bei dem Lamm und dem Löwen angekommen ist. Und das beruhigt, das tröstet, trotz aller Schmerz, trotz allem Gefühl von in dieser großen Wohnung ist jetzt eine Person einfach nicht mehr gegenwärtig.
Und ein Wort ist mir eingefallen, wie würde ich sie beschreiben? Die Beziehung zu Gott kann ich nicht beurteilen, weil das ist ein Ding zwischen Gott und ihr. Ich kann nicht beurteilen, wie geistlich oder wie fromm sie war, aber sie war es. Und das war aber ihre Beziehung zu Gott. Und dann dachte ich, wie ist sie mit Menschen umgegangen? Das war mir viel, viel größer und viel näher, jetzt zu sehen, Nancy ist immer sorgsam mit allem umgegangen, mit Menschen sorgsam umgegangen, nicht voll von Sorge, sondern behutsam, vorsichtig, behutsam. Sie hat Menschen begleitet und war sorgsam. Egal wer kam, egal wann er kam. Und das hat mich sehr beeindruckt, sie ist mit Gegenständen sorgsam umgegangen. Ihr hättet sehen sollen, wie viel sie bastelt und schraubt und kaputte Dinge auf umständlichste und schönste Weise wiederherzustellen. Sie ist sorgsam mit der Natur umgegangen, mit Leben schlechthin. Es war eine sorgsame Frau, die nicht einfach Blumen weggeschmissen hat, sondern aus den Blumen Ableger machte. Und das sieht man jetzt in dieser Wohnung und viele Ableger. Und ich möchte schließen mit einem Satz, ich habe meine ganze Rede jetzt verworfen, was schon alles gesagt worden ist, aber so der Schlusssatz ist der, ist ein Satz von Saint-Exupéry aus dem Buch Der kleine Prinz. Und das war auch so. Du musst sorgsam umgehen mit dem, was dir anvertraut ist. Da musst du sorgsam mit umgehen. Und das hat sie gemacht. Und noch etwas anderes steht in diesem schönen Buch. Und wenn du dich dereinst getröstet hast, wirst du froh und dankbar sein, mich gekannt zu haben. Und das ist der Reichtum, den haben wir. Es kommt die Tröstung, es kommt die Beruhigung und da wirst du froh sein, auch mit dem Schmerz jetzt zu wissen, ich bin bei Gott. Und alles Sorgsame sehe ich heute in der Wohnung, im Garten, egal wo sie hingepackt hat, es war gut. Ich denke auch, dass alles gesagt ist. Ich möchte mich bei dir, Nancy, bedanken für alles, was du mich gelehrt hast über 32 Jahre lang. Und als du verstorben bist, habe ich gedacht, wie soll ich mein Leben weiterleben? Und eine Freundin sagte zu mir, diese Frau hat dich so viel gelehrt und alles dir beigebracht, was du wissen musst. Und eine andere Freundin sagte, wenn du nicht weiter weißt, dann stell dir vor, was Nancy sagen würde. Und das hat mir gut getan. Ich höre sie, ihre Ratschläge, weil ich genau weiß, was sie sagen würde. Ich habe sie so gut gekannt. Sie hat mich aufgenommen in eure Familie. Ich danke euch dafür, weil ihr wart die Familie, die ich selber nie hatte. Ich liebe euch von ganzem Herzen und ich weiß, dass ihr mich liebt. Und sie hat immer gesagt, wenn ich sie voll gelabert habe und gesagt habe, Nancy, es geht immer nur um mich, hat sie gesagt, ich weiß, dass du alles für meine Söhne tun würdest. Und für ihre Kinder und das würde ich auch immer noch machen. Ihr seid die Familie meines Herzens und ich danke euch, dass es euch gibt. Thank you.
Jetzt noch erstmal kurz was Organisatorisches, bevor ich den Segen spreche. Wir werden nach dem Segen werden wir Nancy raustragen und sie wird dann rübergefahren werden zum Friedhof. Und wer möchte, kann mit uns dann in der Kolonne rüberlaufen zusammen. Genau, und dort versammeln wir uns dann wieder auf dem Friedhof. Es gibt Momente, in denen die Ewigkeit, die Unendlichkeit, unsere Begrenztheit, unsere Endlichkeit begegnet. Und jetzt ist so ein Moment. Ich werde den Segen sprechen und aus der Unbegrenztheit Gottes schöpfen in unsere Begrenztheit hinein. Ich spreche diesen Segen Nancy's Seele zu, die jetzt in der Unendlichkeit vollendet, was wir hier in der Endlichkeit schon haben, aufblühen sehen. Und gleichzeitig spreche ich ihn uns zu und ich bitte euch dazu, wenn es möglich ist, wem es möglich ist, dazu aufzustehen und euch zu erheben und zu empfangen. Gott segne dein Kommen und dein Gehen. Gott segne dein Denken und dein Fühlen. Gott segne dein Tun und dein Lassen. Gott segne deinen Tag und deine Nacht. So segne dich Gott, heute, morgen und alle Zeit. Gott segne dein Kommen. Gott segne dein Gehen. Amen.